Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute habe ich für euch Mucke aus Unterschicht 4 von Busy Montana in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mucke aus der Unterschicht Teil 4. So sieht das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. Uns dann im Detail ansehen. So, am besten wahrscheinlich direkt hier vorne zu öffnen. Die Öffnung aufschneiden, jawohl. So, und dann schauen wir mal hinein. Das Ganze ja als reguläres Album erschienen, als Box und natürlich auch als Vinyl, wie wir hier sehen. Die Box habe ich euch bereits vorgestellt und heute ist es an der Zeit für die Vinyl Edition. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier oben einmal das Logo von Freunde von Niemand in der Mitte. Darunter lesen wir dann auch nochmals Freunde von Niemand präsentiert. Busy Montana MADU 4. Und darunter auch nochmals Mucke aus der Unterschicht. Lange Zeit ja als Trilogie geführt. Damals die ersten drei Teile noch bei Erst guter Junge erschienen. Und jetzt der vierte Teil bei Freunde von Niemand. Auf der Seite haben wir ebenfalls, hier kann man es besser sehen, hier haben wir ebenfalls stehen Busy Montana, MADU 4 und FVN. Das haben wir hier zweimal, einmal unten, einmal oben. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist des Albums der Vinyl. Also wir haben hier insgesamt 15 Tracks. Wir haben hier auch die ganzen Produzenten aufgeführt, sehr schön. Und wir haben auf diesen 15 Tracks drei Features mit dabei. Und zwar haben wir Features von Bosca, Johnny Pep und Timeless. Also alle drei Features von Freunde von Niemand. Und hier lesen wir dann noch Bonus. Alle Songs und Bonus-Tracks aus dem Limited Boxset zum Download. Also in der Boxversion gab es ja diverse Bonus-Sachen und die sind hier auf der Vinyl ebenfalls drauf. Zumindest zum Download. Und dann haben wir noch die Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier das Ganze nicht zum Aufklappen, sondern das Ganze hier ist in einer Tasche hier untergebracht, in einer Öffnung. Dann haben wir hier diesen Einleger, der dürfte wohl den Download-Code beinhalten, jawohl, schauen wir uns gleich noch an. Aber zuerst kommen wir mal zu den Vinyls. Die Vinyls kommen wie so oft in einer Papierhülle, so sieht das aus. Wir haben hier Vinyl Nummer 1, klassisch in Schwarz gehalten. Und hier lesen wir MADU 4 LP 1 Seite A und dann haben wir hier die ersten vier Tracks mit aufgelistet. Dann haben wir natürlich die B-Seite, also LP 1 Seite B und auch hier wieder vier Tracks aufgelistet. So sieht das aus. Machen wir die mal wieder zurück in die Hülle. So. Dann haben wir die zweite Vinyl, die zweite LP und folgerichtig lesen wir dann auch hier wieder LP 2 Seite A, hier in dem Fall drei Tracks und auf der Rückseite haben wir dann LP 2 Seite B mit den letzten vier Tracks. Nachdem es ja 15 Tracks sind, muss man das Ganze dann irgendwie so lösen, das heißt dreimal vier Tracks und einmal drei Tracks. So, dann machen wir das ebenfalls wieder in die Hülle. Auch wenn es mir gerade nicht so ganz gelingen möchte. So, aber jetzt. Und dann haben wir als letzten Vinylinhalt noch diesen Zettel hier, quadratisch. Freunde von Niemand, hier hinten sehen wir Busy Montana. Und auf der Rückseite haben wir dann hier einen Download-Code. Hier lesen wir MADU 4, du hast dir die Vinyl Edition von MADU 4 gekauft, danke. Auch wenn es mit dem Sound eines Plattenspielers nicht vergleichbar ist, kannst du alle Songs auch digital genießen. Noch dazu die vier Bonustitel aus der MADU 4 Box. Dazu musst du dich nur auf freundevonniemand.de begeben und den unten stehenden Downloadcode eingeben. Sehr schön gemacht. Also für alle, die nicht mehr, also keine Plattenspieler mehr haben oder das Ganze auch noch digital hören wollen, kann man das hier dann entsprechend downloaden. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieser eben gezeigte Infozettel inklusive Download-Code und natürlich die beiden Vinyls jeweils mit A- und B-Seite bespielt.
kommen in diesen weißen Papphüllen. Diesen Papiercover. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition von Mucke aus der Unterschicht 4 von Busy Montana. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dieser Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Busy Montana unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.